Vielfalt in Schönheit, reizvolle Landschaft, lebendige und geschichtsreiche Städte, gesunde und innovative Wirtschaft, attraktive Freizeitmöglichkeiten – das alles und noch viel mehr ist der Kreis Soest. Als der neue Kreis bei der kommunalen Neugliederung 1975 aus den Kreisen Lippstadt und Soest und dem Amt Warstein des Kreises Arnsberg hervorging, wurde er als fast ideale Konzeption für Kreise bezeichnet. Dem wird der Kreis Soest mit seinen 14 Städten und Gemeinden schon von der Form her gerecht. Er zählt rund 300.000 Einwohner und ist flächenmäßig der viertgrößte Nordrhein-Westfalens, eine Region, die sich dynamisch entwickelt hat. Die Menschen leben gerne hier, alteingesessene Westfalen und Hinzugezogene. Der Kreis Soest ist für alle da, alle sind willkommen. Als moderne Dienstleistungsbehörde bietet die Kreisverwaltung viele öffentliche Dienstleistungen aus einer Hand an. Auch samstags, ein Vorbild an Bürgernähe. Für diese moderne Verwaltung erhielt der Kreis schon zweimal den Speyer-Preis, den deutschen Verwaltungs-Oscar. Außerdem wurde der Kreis schon 2001 als erste Kommunalverwaltung in Deutschland zertifiziert. Das moderne Rettungszentrum beherbergt neben der Rettungs- und der Polizeileitstelle auch den Rettungsdienst, den Katastrophenschutz und den Veterinärdienst. Ein Konzept, das landesweiten Pilotcharakter hat. Der Kreis Soest, eine lebendige Region Südwestfalens, eine Region mit Charakter, innovativ und naturverbunden. Der Höhenzug Haarstrang führt mitten durchs Kreisgebiet, im Süden das beginnende Sauerland der Möhne und Ruhr, im Norden die münsterländische Parklandschaft der Lippe und den fruchtbaren Äckern der Soester Börde, der Kornkammer Westfalens. Landschaft und Geschichte sind hier eng miteinander verknüpft. Mitten durch das Kreisgebiet verläuft die traditionsreiche Handelsroute Hellweg. Sie verbindet so geschichtsreiche Städte wie Werl, Soest, Erwitte, Lippstadt und Geseke. Jeweils 10 bis 15 Kilometer voneinander entfernt liegen diese alten Hansestädte entlang der alten Bundesstraße 1. Früher ein beschwerlicher Weg, tiefer Morast und Wegelagerer machten die Tagestour für Reisende auf dem Pferdegespann schwer. Diese Idee des früheren Hansestädtebundes wurde wiederbelebt. Die neue Hanse gründete sich 1980 als aktives Netzwerk historischer Hansestädte und ist mittlerweile die weltweit größte freiwillige Städtegemeinschaft. Der Kreis Soest ist landwirtschaftlich geprägt, aber trotzdem ein starker Wirtschaftsstandort. Die gesunde Wirtschaftsstruktur und die hohe Innovationskraft sind die Stärken des Kreises. Das zeigt sich auch in der unterdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit. Große Namen mit Weltgeltung stehen für die Region. Heller in Lippstadt, der global agierende Hersteller von Licht- und Elektronikanlagen für die Automobilindustrie. Infineon in Warstein-Belecke. Das Unternehmen ist führend auf dem Gebiet der Halbleiterindustrie. Warsteiner, eine der größten und beliebtesten Biermarken Europas und darüber hinaus. Kettler, die Freizeitmarke in Deutschland. Aber auch viele andere Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen sind mit ihren Entwicklungen und Produkten Markt- und Technologieführer. Typisch für die Region ist der Grünsandstein aus Anröchte, der nur hier gewonnen wird. Vielen Häusern im Kreis Soest schenkt er ihr charakteristisches Gesicht. Geseke und Erwitte sind Zentren der Zementindustrie. Ganz Deutschland baut mit ihren Produkten. Der hochwertige Kalk dazu kommt aus Warstein. In Wickede an der Ruhr hat die Stahlindustrie Tradition. Und Ense, wie der gesamte Haarstrang, ist mit seinen Windrädern ein wichtiger Ort der regenerativen Energieerzeugung. Haus Düsse, eine Einrichtung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, forscht für die Landwirtschaft. Hier werden auch Möglichkeiten zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe untersucht. Die Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH unterstützt die heimischen Unternehmen. Nachwuchskräfte für die Wirtschaft werden an der Fachhochschule Südwestfalen mit den Bereichen Agrarwirtschaft, elektrische Energietechnik und Maschinenbau-Automatisierungstechnik ausgebildet. Seit 2009 erweitert die Fachhochschule Lippstadt-Hamm das Hochschulangebot.
Die exzellente Verkehrsanbindung des Kreises dient der Wirtschaft und dem Tourismus gleichermaßen. Drei Autobahnen, die A44, die A445 und im äußersten Nordwesten die A2, führen durch die Hellwegregion. Außerdem eine Reihe von Bundesstraßen und drei Bahnstrecken. Von den benachbarten Regionalflughäfen Paderborn-Lippstadt und Dortmund aus lassen sich viele deutsche und europäische Ziele direkt ansteuern. Außerdem die Flughäfen Frankfurt und München als Drehscheiben zur Welt. Ein wichtiger Faktor für Wirtschaft und Tourismus des Kreises Soest ist das Westfälische Gesundheitszentrum. Drei staatlich anerkannte Heilbäder: Bad Sassendorf, Bad Waldgiesborn und Bad Westernkotten. Alle drei haben sich von der klassischen Kuranstalt vergangener Jahre zu modernen Gesundheitserlebniszentren gewandelt. Der traditionsreiche Kurort Sassendorf hat seinen Schwerpunkt in der Rehabilitation des Bewegungsapparates, in der Schmerztherapie und der Sportmedizin. Die Gäste können sich aber auch im Beauty- und Wellness-Center, im Sohle-Thermalbad und in dem großen Kurpark mit seinen Themengärten entspannen. Nach Salz hatte man in Bad Waldgiesborn ursprünglich gar nicht gesucht. Man bohrte nach Kohle und fand die Sohle. Und so wurde die schönste Tochter Lippstadts, wie Bad Waldgiesborn genannt wird, zum Sohle-Heilbad. Mittlerweile bietet das Thermalbad ein modernes Wellness-Konzept. Seine eigenständige Bedeutung im westfälischen Bäderdreieck hat das Bad aber durch seine Spezialisierung auf die Kardiologie in der medizinischen Rehabilitation gewonnen. Ein modernes Heilbad mit liebenswert dörflichem Charakter ist das einstige Selzerdorf Bad Westernkotten. Sohle und Moor, aus eigenen Vorkommen gewonnen, sind verlässliche Grundlagen für eine erfolgreiche Kur. Mit modernen, gesundheitsorientierten Tourismuskonzepten haben sich die drei Bäder ein weiteres Standbein geschaffen. Eine besondere Bedeutung für die Hellwegregion hat der Tourismus. Er ist inzwischen ein Wirtschaftsfaktor. Landschaften und Städte mit ihren mittelalterlichen Zentren sind für Touristen sehr reizvoll. Soest, Kreisstadt und heimliche Hauptstadt Westfalens, ein einzigartiges Ensemble aus alten Fachwerkhäusern, imposanten Kirchen und idyllischen Gärten, umrahmt von der fast vollständig erhaltenen historischen Stadtmauer. Als größte Innenstadtkirmes Europas zieht die Soester Allerheiligenkirmes jedes Jahr etwa 1 Million Besucher an. Lippstadt, größte Stadt der Region und älteste Gründungsstadt Westfalens. Die mächtige Marienkirche, die Stiftsruine und viele Fachwerkhäuser mit wertvollen Schnitzereien erzählen von der über 800-jährigen Geschichte der Stadt. Lippstadt ist Einkaufsstadt und Kulturstadt zugleich. Besondere Anziehungspunkte sind das Stadttheater, das Wortfestival und die Herbstwoche. Warstein, die Stadt des Bieres, aber nicht nur. Stadtführungen durch Warstein und seine schönen Ortsteile sind erlebnisreiche Gänge in das Leben von früher. Bedeutende Pilgerziele: Lippetal mit der neugotischen Kirche St. Ida in Herzfeld und Werl. Die Stadt ist mit rund 150.000 Pilgern jährlich die drittgrößte Marienwallfahrtsstadt Deutschlands. Wichtigstes Symbol für Gläubige ist die Marienfigur in der Basilika. Auch andere Städte des Kreises lohnen einen Besuch, etwa Erwitte. Hier steht die Laurentiuskirche mit ihrem markanten Turm und dem Königshof. Die alte Stadt Geseke mit ihren Kirchen und dem Hellwegmuseum. Oder Rüthen mit seinen historischen Stadtteilen, der alten Stadtmauer mit dem Hachtor und dem Hexenturm. Die Wohngemeinde Welver mit dem historischen Ortsteil Kirchwelver. Immer wieder Pfingsten, Westfalens kleinstes Festival, die Drüggelter Kunststückchen, hochklassig vorgetragene Musik in und um die alte Drüggelter Kapelle in Möhnesee. An historischen Bauwerken ist der Kreis Soest reich. Überall finden sich Schlösser und Herrensitze aus vielen Epochen. Sie alle lassen sich erwandern und erradeln. Für beides bietet die Hellwegregion die allerbesten Bedingungen. Mit viel Aufwand und Liebe wurde eine Reihe von Radtouren geschaffen. Man kann zwischen allen Schwierigkeitsgraden wählen, von gemütlich bis ambitioniert, und wird dann zu den interessantesten und schönsten Zielen geführt.
Die Radroute Steine und Meer erschließt eine alte Kultur- und Steinbruchlandschaft, entworfen für den Landeswettbewerb Regionale 2013. Der Lörmecke-Turm, das Wahrzeichen des Premium-Wanderweges Sauerland-Waldroute. Der Turm misst 35 Meter und steht auf dem höchsten Punkt des Arnsberger Waldes, 580 Meter hoch. Und wenn das Wetter mitmacht, liegt dem Besucher von hier oben das gesamte Panorama vom Hochsauerland bis zum Teutoburger Wald zu Füßen. Ein fantastisches Erlebnis. Einen herrlichen Blick über den Möhnesee in die Soester Börde und das Sauerland bietet der 42 Meter hohe Möhneseeturm. Ein Leuchtturm inmitten des Waldmeeres, das hier der Arnsberger Wald bildet. Von der Regionale 2013 hat auch der Kreis Soest profitiert. Das Museum Salzwelten im Hof Haule in Bad Sassendorf und die Seetreppe in Möhnesee-Körbeke sind neue Anziehungspunkte. Wasserbegeisterte haben im Kreis Soest viele Freizeitmöglichkeiten. Sie haben die Wahl zwischen Schwimm- und Spaßbädern oder Kanutouren auf Lippe, Ruhr und Möhnesee. Der Möhnesee wird auch Westfälisches Meer genannt. Er ist der flächenmäßig größte Stausee Nordrhein-Westfalens. Die Gemeinde mit den 15 fast 1000 Jahre alten Ortsteilen ist das touristische Zentrum des Kreises. Hier kann man schwimmen, rudern, segeln, eine Fahrt mit dem Ausflugsboot machen oder den See mit dem Fahrrad umrunden. Im Spätsommer startet ein einzigartiges Schauspiel, die Mongolfiade in Warstein, 10 Tage lang. Massenstarts und das faszinierende Ballonglühen erinnern an die über 220 Jahre alte Geschichte dieses ältesten Luftfahrzeugs. Die Menschen in den Körben sind fasziniert. Sie fahren mit den Heißluftballonen über einen der vielfältigsten und schönsten Kreise des Landes, über den Kreis Soest.